Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minicon. Und leider eine schlechte Nachricht. Es ist mein dritter Versuch, diesen Bereich abzuspielen, aufzunehmen, meine ich. Deswegen habt ihr ja auch leider die goldenen Hallen, die goldene Eingangstor verpasst. Ich weiß nicht, ob man zurückgehen kann. Kann man das? Ja, man kann ein Stück zurückgehen. Also hier. Hier war immer das goldene Tor. Augenblick, ja. Genau, da sind wir durchgekommen. War was da? War was da oben? Egal, von hier sind wir gekommen. Hier war nur so ein. Genau oben ist ein Portal-Schalter gewesen. Irgendwie, um das Tor zu öffnen. Irgendwie sowas war das. Weiß ich schon gar nicht mehr. Dann sind wir jetzt hier runtergegangen. Hier war nur ein bisschen Zombie zu töten. Das war jetzt hier aber kein großer Endgegner. Achso, hier haben wir nochmal einen Text. Runen aus den Zyat. Der Schriften, die auch als die Sprache der Dämonen bezeichnet wird. Magier nutzen sie, um Kräfte der siebten Sphäre zu beschwören und zu binden. Die Runen verknüpfen die magischen Strukturen der Umgebung mit menschlicher Lebenskraft. Durch sie scheint sich der Kannibale gegen physischen Schaden zu schützen. Offenbar ist zum Durchdringen dieses Schildes geballte Zauberkraft nötig. Ein Eislanze dürfte genügen, um den Kannibalen verwundbar zu machen, wenigstens bis sich der Schild wieder auflädt. Ja, was ein Zufall, dass wir auch gerade das bei uns freigeschaltet haben, ja? Okay. Ja, haben wir da noch irgendwas einzusammeln? Kann man hier noch was mitnehmen? Nein. Aber sonst haben wir hier nichts weiter verpasst. Da liegen also auf jeden Fall reichlich Gebeine rum. Also ihr braucht ziemlich viel Astralenergie. So nennt sich das bei DSA eigentlich. Astralenergie. So, wir schauen mal unser Inventar nach. Der ist besser, den nehmen wir. Und hier ist alles schon. Die Getränke, genau. Die Heiltränke auf 1 und Blutstillendes auf 2. So, dann sind wir gewappnet für den Endgegner hier jetzt. Also sprich, den Blutmagier. Ja, ich meine, ich spiele bei DSA auch einen Magier, einer der linken Hand. Also auch einer der echt unangenehmen Zeitgenossen, aber der linken Hand sind nicht unbedingt böse, sind nur anders ambitioniert, würde ich mal so sagen. So. So, die können natürlich böse werden und neigen auch eher dazu. Weil die eben halt, deren Ziel ist halt, Wissen zu erlangen, und das notfalls gehen sie über Leichen, also um jeden Preis. Also Wissen erlangen um jeden Preis auch. Aber sind aber nicht unbedingt alles Blutmagier. Das ist eine ganz andere Gattung, und die sind auch dort bei denen nicht sonderlich erwünscht. Okay, dann gucken wir mal, was der so drauf hat. Hallo? Ein drittes Mal. Also, sein Teil ist ziemlich stumpf, also hat er nichts abgetrennt. Schwein. Oh, Treffer. Ich schlag dir den Kopf ab! Du wirst nie wieder fressen! Ja! So, wie war das noch? Ich muss ja wieder reinkommen. Ich glaube, so war das. Wie war das noch? Ah, rechte Maustaste. Ah, ich Trottel. So, so geht das hier. So geht das. So, den habt ihr es gesehen. So. Lade dich mal auf. Vorbei. Ich schneide dich in Streifen. Hat nicht funktioniert. Ja, komm.
Lauf dir weg, die feige Sau. Machen wir ein paar Zombies weg erstmal. Und da oben bevor wir den Stein am Kopf heft. Hey, Feuer! Und weiter geht's, Zombies schon. Yeah! Und wieder. Komm. Feuer, Feuer. Schieß doch mal. So. Oh, ich muss mal wieder. Warte, warte. Zack. Oh, das war's. Das ging schnell, ne? Lacht daran, dass ich das eben halt schon das vierte Mal mache. Tschüss. Opfer. Blutmagier. Widerlich. Zuckelt ein bisschen, ne? Wie geht es dir? Ich wurde verbrannt. Gebissen und gelähmt. Aber ich bin immer noch Jungfrau. Insofern ist alles gut. Töte ihn. Er soll leiden, so wie die Menschen, die er aufgefressen hat. Wenn du willst, dann mach ein Ende. Und mache schnell. Doch mit mir werden alle sterben, die ich schon gesammelt habe. Wir werden diese Steintür öffnen. Bin gespannt, ob sie härter ist als dein Schädel. Meine Vorräte sind durch Blutmagie an mich gebunden. Ich mag sie lieber lebend. Ich bin der Einzige, der sie freilassen kann. Das kann ich tun, wenn ihr mich gehen lasst. Sterbe ich aber, rafft sie ein qualvoller Tod dahin. Und denkt nicht daran, mich gefangen zu nehmen. Ich verlasse diesen Ort entweder tot oder frei. Du kannst uns nicht vor so eine Wahl stellen. Ich tue, was mir beliebt. Also, verhandeln wir? Natürlich. Was erhoffst du dir von deinen Taten? Vor vielen Jahren habe ich die Lehre St. Borbarats entdeckt. Jeder Mensch ist ein Magier, wenn er stark genug ist, sich vom Joch seines Gewissens zu befreien. Das ist Borbarats Versprechen. Durch seine Lehre erfuhr ich die ganze Macht meines Willens. Das Blut öffnet Pforten, die nur die Besten durchschreiten können. Was? Für Blutmagie muss man andere Leute auffressen? Die wahre Kraft ist nicht im Blut. Die wahre Kraft ist im Fleisch. Ich habe es als Erster erkannt und werde darum über alle triumphieren, die es nicht begreifen wollen. Was ist das Leben des Schwachen schon wert, wenn sein Opfer die Kraft des Starken mehren kann? Die Animation ist echt dürftig. Das können wir nicht. Benötigt, überreden haben wir nicht. Was erhoffst du dir von deinen Taten? Vor vielen Jahren habe ich die Lehre St. Borbarats entdeckt. Das haben wir schon, ne? Entschuldigung. Jeder Mensch ist ein Magier, wenn er stark genug ist, sich vom Joch seines Gewissens zu befreien. Ach, kann ich erbrechen. Das ist Borbarats Versprechen. Durch seine Lehre erfuhr ich die ganze Macht meines Willens. Das Blut öffnet Pforten, die nur die Besten durchschreiten können. Was? Für Blutmagie muss man andere Leute auffressen? Die wahre Kraft ist nicht im Blut. Die wahre Kraft ist im Fleisch. Ich habe es als Erster erkannt und werde darum über alle triumphieren, die es nicht begreifen wollen. Was ist das Leben des Schwachen schon wert, wenn sein Opfer die Kraft des Starken mehren kann? Das ist, ich verschwinde, wenn man das schon gedrückt hat. Mist. So. Die Blutzauberei bindet deine Gefangenen an dich. Abscheuliche, aber gewöhnliche Zauberei. Es ist mein Zauber, gespeist von meinem Blut. Ihr seid zu schwach, um ihn zu brechen. Warum soll andere Magie dieses Band nicht wieder lösen können? Wenn dein Zauber so mächtig ist, warum soll ich dann glauben, dass du ihn überhaupt selber brechen kannst, um deine Gefangenen zu befreien? Weil du keine Wahl hast. Was sollen wir mit dem machen? Es hätte so einfach sein können. Töte den Bösewicht, rette die Unschuldigen und werde bejubelt.
Stattdessen müssen wir uns entscheiden, ob diese ganzen Menschen sterben sollen oder wir einen Kannibalen frei herumlaufen lassen. Letzten Endes gibt es hier kein richtig oder falsch. Nur die Entscheidung und ihre Folgen. Ja, das ist wohl wahr. Wir entscheiden jetzt. Und jetzt stich ihn ab. Ich weiß, was ich zu tun habe. Und ich steche ihn nicht ab. Ich verschone ihn. Einfach, um die Menschen zu retten. Obgleich er natürlich wieder wieder rückfällig werden könnte. Aber dann jagen wir ihn halt nochmal. Und dann machen wir ihn dann tot. So. Es ist genügend Blut geflossen. Dein Leben für das der Gefangenen. Der Kannibale war geschlagen. Und Chiron ließ Gnade walten. Das Überleben der Gefangenen wog für ihn schwerer als das Verlangen nach Rache für die Bluttaten seines verwirrten Geistes. Der Menschenfresser löste die Verbindung zur Kammer, in der seine Opfer schmachteten. Die Macht seiner lästerlichen Magie öffnete das Tor und gab die Gefangenen frei, die nur mühsam die Todesangst überwinden konnten, welche ihnen das Grauen der Kaverne und der blutmagische Bann eingeflößt hatte. Chiron und Kalandra führten die Gemarterten in die Freiheit und nach Wahrung. Chiron hielt sein Wort und ließ den bezwungenen Kannibalen allein im Molchenberg zurück. Die Freude unter den Flüchtlingen war groß, als sie ihre totgeglaubten Lieben wieder in die Arme schließen konnten. Doch dauerte es nur wenige Tage, bis wieder Menschen verschwanden. Hatte der Menschenfresser sein Versprechen gebrochen? Doch in den Schattenlanden waren solche Vorfälle nicht ungewöhnlich. Und niemand konnte mit Sicherheit sagen, ob es jemand oder etwas anderes gewesen war, das sich der Vermissten bemächtigt hatte. Oh, je höher dein Talentrang, okay, also höher, ne? Höherer Talentrang, ist gut. Zu spät gelesen, ich hab's zu spät Na, gesehen. Zwei heftige Tage, was? Die Kannibalengeschichte hat für großes Aufsehen gesorgt. Alle reden über dich. Die Familien der Gefangenen sind außer sich vor Freude. Aber viele andere verurteilen dich. Schließlich lebt der Kannibale noch. Jemand musste die Entscheidung treffen. Ich bin sicher, du hast dein Bestes gegeben, mein Sohn. Da wäre noch etwas. Was? Ich wollte dir danken, dass du Kalandra zurückgeholt hast. Vergiss es. Und ist alles in Ordnung mit ihr? Ja, verflucht. Falk bekommt eine Braut, die so rein ist wie der erste Schnee und so keusch wie Praios, der Sonnengott. Und wenn er Glück hat, ist sie bis zur Hochzeit weder verhungert noch an der Seuche verreckt. Es ist nicht meine Schuld, dass Falk uns noch nicht herausgeholt hat. Und es ist auch nicht meine Schuld, dass sich die Erzdämonin der Seuchen gerade hier auslebt. Falk zeigt ja seinen guten Willen. Und er macht für uns seinen Einfluss geltend. Genau darüber wollte ich mit dir reden. Bekommen wir von ihm jetzt Passierscheine für die Altstadt? Er hat uns einige Sonderrationen besorgt. Wir sollen sie bei der Essensausgabe am Praios-Tempel abholen. Wie? Einfach so? Natürlich nicht. Falk will ein Festessen abhalten, bei dem wir seine Mutter kennenlernen sollen. Falk will uns seine Mutter vorstellen? Wer ist sie? Warum ist sie hier? Ausgerechnet jetzt? Alles, was ich weiß, ist, dass sie eine Dame von hoher Herkunft sein soll. Deine Schwester wird in eine edle Familie heiraten. Reichtum verblendet, genauso wie Macht. Das hast du uns immer wieder gesagt. Ich habe auch immer dafür gesorgt, dass ihr überlebt. Und so werde ich es auch hier halten. Moralisch können wir später sein. Wenn Falk uns wenigstens aus diesem Dreckloch rausholen würde, das wäre mir lieber als jedes Festessen. Die Warunker schützen sich vor der Seuche. Darum lassen sie Fremde nur mit Erlaubnis der Rondrianer in die Altstadt. Das würde ich nicht anders halten, an ihrer Stelle. Man weiß ja nicht einmal, was das für eine Seuche ist oder woher sie kommt.
Die Leute sagen, die Erzdämonin Mishkara selbst hätte sie hierher gebracht. Und vielleicht haben sie sogar recht. Es dürfte keinem der Erzdämonen gefallen, dass nun die Kriegsgöttin Rondra über Wahrung herrscht. Das sieht Falk ähnlich, sich mit Sonderrationen beliebt zu machen. Jetzt will er uns kaufen, so wie er Kalandra gekauft hat. Es wird höchste Zeit, dass Kalandra heiratet. Auch deinetwegen. Was soll das heißen? Ich glaube, dass du mich sehr wohl verstehst, Chiron. Denkst du wirklich, dass ich nicht merke, wie du deine Schwester manchmal ansiehst? Vorsicht, alter Mann. Vorsicht. Vielleicht habe ich Unrecht. Das wäre zu schön. Ein bisschen Arsch ist es schon, ne? Gut. Hunger. Die Leute hier hungern. Ja, doch Falk versteht sich auf große Gesten. Diese Zuwendung erhebt seine Braut über alle anderen Flüchtlinge. Und ihre Familie auch. Wenn wir nach dem Fest mal die Reste verschenken, könnte uns das sogar Respekt einbringen. Ich gehe zum Praios-Tempel. Mein Magen knurrt sowieso schon seit Stunden. Gut. Sei vorsichtig auf dem Weg und komm zurück, sobald du das Essen bekommen hast. Das muss ich mir immer noch überlegen. Achso, wir haben hier ein Quest. Questbuch. Neue Heimat. Finde einen Weg aus dem Flüchtlingslager. Hole Essen ab. Also gut. Natürlich gäbe es Gründe, Kalandras Hochzeit zuzustimmen. Das Flüchtlingslager, der Hunger, die Seuche, das alles wird ein Ende haben, wenn Kalandra erst Falk geheiratet hat. Aber diese Hochzeit ist falsch. Ich muss einen anderen Weg finden, hier herauszukommen, ohne Falks Hilfe. Ich weiß ja aber nicht unbedingt, ob der Falk... ist das ein Rondakrieger, ne? Ist das? Na gut. Kalandras Bräutigam Falk hat vor dem Praios-Tempel ein Fresspaket für uns hinterlegt. Wir sollen uns... Was lese ich denn da? Wir sollen seine Mutter bei einem Festmahl mitten im Flüchtlingslager kennenlernen. Fressen vor den Augen der Hungernden? Das passt zu Falk. Fortschritt, hole das Essen ab. Ja, das ist natürlich auch... Aber mal gucken, wir haben dann vielleicht ein bisschen Möglichkeiten. Also ich tendiere eher zu diesem Weg. Und zu dieser Epoche ist es eigentlich üblich, dass die Töchter mit Wohlhabenden verheiratet werden. Also da brauche ich mir auch keinen großen Gewissensbisse hingeben. Wenn es die Götter wirklich gibt, warum lassen sie zu, dass ich so verrecke? Ja, jeder ist sein eigenes glückliches Schmied, oder? Wie war das noch? Aber trotzdem, wenn man helfen kann, sollte man... Oh, was ist das denn da? Nur ein paar Kupferstücke. Schloss knacken. Ich kann leider nicht Schlösser knacken. Habe ich nicht gelernt. Ich bin hier mal irgendwie mal aufgestiegen. Kann ich ein paar Punkte... Ah doch, ich habe Abenteuerpunkte. Die kann ich ja investieren. Gibt es denn sowas wie Schlösser knacken? Das ist hier, glaube ich... Das kostet auch mehr als Generierungspunkte. Den Generierungspunkt habe ich nur 150. Was kostet das? 150 käme das. Nova 1. Diese Entladung schleudert dann die Gegner vor dir, von dir. Genieße die Kraft der verderbten Elemente, die ihnen das Leben nimmt. Erlernt 150. Essenverbrauch. Essenz. Essenzverbrauch, ne? Schaden, ein Trefferpunkt. Was ist denn das hier? Also. 3 Trefferpunkte. Pesthauch. Ergieße giftigen Brodem auf deinen Feind. Weide dich an seinem Verfall, den sein Ende ist. Unausweichlichen. Das klingt auch gut. Was ist das? Dämonische Aura. Die Niederhölle sind mit dir. Dämonische Kraft beflügelt jeden deiner Schritte. Gib dich hin und lass dich von ihr umschließen. Schaden, dein Lauf und Angriffsgeschwindigkeit werden für 60 Sekunden 130% erhöht. Aha. Ich werde eher in diese Richtung weitergehen. Eislanze. Und das auch nicht schlecht ist. Aber ich möchte mal erstmal hier
Auf dem Land. Da brauchen wir noch ein bisschen was sammeln. Das ist, das ist hier Kampf, ne? Befreiungsschlag. Wo kann man denn... Was ist das? Klugheit, Intuition, Charisma. Es fehlt aber was, ne? Wo kann ich denn Schlösser knacken lernen und solche Sachen? Ist alles hier nur Magie? Das ist alles nur Magie. Und das ist Kampf. Dieser Stich, das ist alles hier Kampf. Schlag, Freiung, Schlag, Gegenschlag. Hä? Rezepte. Okay, keine Rezepte bekannt. Ah, Karte. Okay, eine Karte hat man auch, das wusste ich gar nicht. Nur ein paar Kupferstücke, bitte. Wenn man nochmal Hunker, rechte. Hungersnot, hier haben wir nochmal ein bisschen. Warunker Hungersnot. Seit Borbarats Invasion herrscht in den Schattenlanden eine große Hungersnot. Die Felder sind verseucht. Pflanzengut dämonisch entartet und die Bevölkerung flüchtet in Scharen. Auch in Warung sind die Vorräte mehr als knapp und viele Bürger betrachten die Flüchtlinge als undankbare Schmarotzer. Praios Tempel in der Warunker Weststadt beherbergt zur Zeit der Nekromante das Siechen- und Gebeinhaus. Okay. Heute steht er leer und die Rondianer haben vor seinen Toren eine Essensausgabe errichtet. Okay, alles andere haben wir schon gelesen. Bürgerrecht? Bürgerrecht. Das Bürgerrecht gilt als Voraussetzung, um in Wahrung sesshaft zu sein und von den Autoritäten angehört zu werden. Wer nicht in Wahrung geboren wurde, kann es durch Heirat oder besonderen Verdienst an der... Okay, alles klar, ne? Aber das ist nicht das, was ich möchte. Ich möchte... Wie geht das? Wie kann ich noch Sachen zulernen? Es gibt keine Möglichkeit, irgendwie Finger... Können wir mal die Fingerfertigkeit steigern gleich hier? Wunsch. Was ist das? Aber hier ist noch was. Ah, Initiative. Paradewert, achso. Konstitution. Mut. AU-Bonus. Gabenkontrolle. So. Okay. So. Achso, ja. Übernehmen. Eins. Schlösser knacken. Benötigt alles. Ich kann nicht. Kein Schlösser knacken. Hm. Schade. Ich weiß nicht, wie man das erlernen kann. Wenn man einen Dieb findet, der mich ausbildet, oder? Bewegen sich, aber sagen nichts. Was machst du da? Okay. Mhm. Was soll ich sagen? Ja. Sieht nicht gesund aus. Oh, was ist da? Die Ratten sind so groß wie dein Unterarm und ihre Augen leuchten rot. Sie ernähren sich vom Müll, verdorbenen Essen und von den frischen Leichnam fehlen auch oft ganze Fleischstücke. Okay. Die Pflanze kann ich ernten. Da muss ich wieder Pflanzenkunde lernen, siehst du? Brauche ich Pflanzenkunde 2. Kann man bestimmt irgendwo lernen. Ja, wir könnten uns hier hinten anstellen und warten. Aber ich habe das Gefühl, da arbeitet überhaupt keinen ab. Deswegen dränge ich mich vor.
Weil, gib mir was Besseres. Rondra zum Gruße. Ich soll hier was abholen. Stell dich hinten an, wie alle anderen auch. Hier hat der Stärkste recht. Warum sollte das bei der Suppe anders sein? Hüte deine Zunge, Kerl. Sonst muss ich dir ein paar Manieren beibringen. Seine Gnaden Falk von Arivor schickt mich. Mein Name ist Kairon. Der künftige Schwager von Hochwürden. Ich verstehe. Warum steht ausgerechnet ihr hier und gebt Suppe aus? Hat der Zen-Meister keine wichtigeren Aufgaben für seine Kämpfer? Nahrung ist das Kostbarste, das die Menschen in diesem Viertel erhoffen können. Das muss man verteidigen können. Dann geht es hier nicht besser zu als draußen in den Schatten. Der Unterschied ist, hier wird nur bestraft, wer raubt. Draußen kann man sein Leben durch Zufall verlieren. Ich weiß. Und seine Seele verliert man auch, wenn man Pech hat. Nein. Die Seele verliert nur, wer sich mit Dämonen einlässt. Und selbst wenn nichts anderes mehr gilt, darauf kannst du dich verlassen, mein Sohn. Okay. Und der? So ein Rondrianer. Was macht er eigentlich den ganzen Tag? Wir tun unsere Pflicht. Schutz der Schwachen, Kampf dem Bösen, ehrenhaftes Tun. Schon mal davon gehört, Kerl. Verstehe. Darum also Essensausgabe am Raius-Tempel. Wir sind nicht einmal sicher, ob dies noch ein Tempel ist. Irgendwelches Gesindel könnte ihn geschändet haben. Unverschämtes, nekromantisches, götterverfluchtes Gesindel. Nein, das haltet ihr für möglich? Es ist zumindest jenen Frevlern zuzutrauen, die Respekt nur durch die Klinge lernen. Okay. Zack, alles. So, gib her. Jetzt gebt mir schon die Sonderration. Gehorsam ist für euch doch Ehrensache, oder? Es gibt einen Unterschied zwischen Niederknien und Verbeugen. Und nur weil du ihn nicht kennst, mein Sohn, bleibt dir meine Duellforderung erspart. Wenn die Götter dich aber so reich bedenken, ist es nur rechtens, dass auch du etwas für die Gemeinschaft tust. Die Seuche wütet hart unter jenen, die gar nichts haben. Und jede gute Tat bringt ihnen Linderung. Wenn ich nicht ein paar Kranken helfe, werdet ihr befinden, dass Rondras Wille wunderbar ist und ich gar nichts bekomme. Ich sehe, du hast verstanden. Kümmere dich um Firunmar, um Barnwulf und um Zarabella. Es sind götterfürchtige Leute. Du wirst sie nicht heilen können, doch wenigstens ihre Leiden lindern. Du findest alle drei hier im Flüchtlingslager. Zwei auf dieser Seite der Hauptstraße, einen gegenüber. Gut, ich tu's. Hoffentlich stecken mich die drei nicht an. Diese Verbände werden dir helfen. Wenn du sie nicht benötigst, behalte sie. Früher oder später sind sie sicher nützlich. Und jetzt nimm das Essen. Hoffentlich erhalten es die Richtigen. Ich weiß, was ich tue. Okay, ab die Tasche mit. Lecker, lecker. Gut, ja, wartet mal schön weiter. Ich hab, was ich brauche. Viel Spaß beim Warten. So, tschüss, dumm, ich hab lecker Essen. Naja, gut, wir will mal gucken, ob wir trotzdem mal ein paar helfen können. Würde ich auch gerne helfen, kann man da? Da ist er ja! Unser Retter! Ich habe einfach versucht, das Richtige zu tun. Stellt euer Licht nicht unter den Scheffel. Ihr habt so viele Leben gerettet. Wir alle sind euch zu großem Dank verpflichtet. Ihr solltet auch nicht auf die Miesmacher hören, die den Kannibalen lieber tot sehen. Bei Mütterchen Peraine. Ein Menschenleben lässt sich durch nichts aufwiegen. Hier, nehmt das. Es ist nicht viel, aber es kommt von Herzen. Familiensilber. Oh. Och nö. Das hätte ich nicht nötig getan. Und vor allen Dingen, eine Familie zu gerettet haben, das ist doch einfach schon eigentlich genug. Na gut, gucken wir mal, was wir hier noch tun. Was ist das? Was ist das? Gar nicht gesehen letztes Mal. Zwischen den Brettern steckt ein handgeschriebene Notiz. Liebste Zarabella, du weißt, wie es ist. Die Rondrianer verteilen ihre Suppe, aber sie hält nur für ein paar Stunden satt. Wir beten zu Parain, doch von ihr ist nicht mehr zu sehen als die gelben Ähren, die wir selbst an die Zelte malen. Warnungen für jene, die noch hoffen dürfen.
gesund zu bleiben. Wie wird das ausgesprochen? Miesko verlangte nur 3 Dukaten, um mich auf dem Vorratskarren reinzuschmuggeln. Ich weiß, wir wollten zusammen gehen, aber er hatte nur Platz für einen, ohne dass es auffällt. Verzeih mir. Oh, das ist allein hier. Traurig. Das lohnt sich also, um ein bisschen in die Ecken zu gucken, ne? Auf der Fischstelle. Mhm. Tja. Oder irgendwie hier rein? Nee, reinkommt man da nicht. Okay. Geh erstmal da, ne? Da ist ja gleich einer hier kommen. Ein paar Kupferstücke, bitte. Ja, gerne. Der ist keiner von Boraks Leuten, oder? Oder? Mhm. Die dunkle Mutter schickt dich. Jeder Augenblick in meinem Leben ist eine Qual. Gib mir dein Schwert, Mutter. Tu du es. Krankheit, wir haben leider benötigen Heilkunde, haben wir auch nicht. Was ist denn für ein schlechter Charakter? Also Heilkunde ist ja wohl das Minimum, was mein Charakter hätte, ne? Also das ist gerade ein Abenteuer zu überleben, ein bisschen Heilkunde. Kann nicht schaden. Und er kann überhaupt nichts. Einfache Schlösser knacken, einfache Fallen entschärfen oder einfach mal einen Kranken die Verbände wechseln. Naja, Verbände wechseln können wir schon, aber ich meine jetzt eben auch die Wunde behandeln. Naja, gut. Dann nicht. Soll nicht sein. Es ist noch zu früh, um aufzugeben. Hören über die Viecher. Das ist widerlich. Ah, was ist denn das? Stehen bleiben. Verzieht euch, sonst mache ich euch Beine. Wir haben dich am Tempel gesehen. Du hast dich nicht hinten angestellt. Ich weiß genau, was Hungern bedeutet. Ich wollte euch nicht quälen. Du hast einen ganzen Korb voller Essen. Essen, von dem wir satt werden könnten. Diesmal hatte ich Glück. Beim nächsten Mal seid ihr vielleicht dran. Unsere Kinder sind krank. Ohne Essen wachen sie morgen vielleicht nicht mehr auf. Wenn sie überhaupt einschlafen können. Meine Familie ist auch hungrig. Du und deine Leute. Ihr seid nur 3. Von deinem Korb könnte ein ganzes Dutzend satt werden. Gib ihn her. Und niemand muss heute sterben. Überreden geht natürlich auch nicht. Überreden benötigt Rang 1, selbst das haben wir nicht. Kämpfen, wir können natürlich tot machen. Aber warum? Wir haben genug, wir können teilen. Hier, nehm. Danke, Chiron. Möge Mütterchen Travia mit dir sein. Wir werden deine Großzügigkeit nicht vergessen. Halbe Minute, die Hälfte weg. So, ich werde die Mission noch zu Ende bringen und dann machen wir erstmal einen Break. So. Nur ein paar Kupferstücke. Bitte. Was fingert sie denn da rum? Sieht wie Abfälle aus. Ja. Du siehst nicht gut aus, aber du stinkst nicht wie die anderen. Krank? Nein, das waren Boraks Jungs. Ich hatte nicht genug in der Tasche für das Schutzgeld. Wenn die mit dir fertig sind, fühlt sich dein ganzer Körper wie ein Nadelkissen mit glühenden Nägeln an. Oh. Ja, auch hier können wir nur Verband benutzen. Versuch's hiermit. Danke, Mann. Immer noch Nägel. Aber sie glühen zumindest nicht mehr. Halt dich von Borak fern. Das gebe ich dir noch mit auf den Weg. So, jetzt suchen wir noch einen Kranken.
Das ist die hier. Mütterchen Perrine, es schmerzt so sehr. Bitte macht, dass es endet. Bald. Auch hier Verband benutzt. Ich kann verhindern, dass es so enden muss. Die Zwölfe mit euch. Zumindest bis heute Abend wird es helfen. So. Quest aktualisiert. Wir haben einen neuen Quest. Bring ihn erstens zu deiner Familie. Genau, da geht's hin. Kapitel 1, da ist noch nichts. Land und Leute, Stadt, Bunker, das hat auch noch nichts Neues zugekommen, alles klar. Das haben wir erledigt. Und das ist halt. Ja, das wird sich nicht erledigen, glaube ich, das noch nicht. Mal gucken. Alles klar. So, aber an dieser Stelle mache ich jetzt erstmal Schluss und wir sehen uns und hören uns in diesem hübschen, beschaulichen Örtchen in einer Woche wieder. Ich hoffe, der hat gespeichert. Alles klar. Ciao. Oder gehen wir noch zu Beginn zu unserer Schwester hin, oder? Beginn zu unserer Schwester hin. Gehen da nochmal hin. Ich glaube, dann gibt es da noch einen Speicherpunkt, bin ich der Meinung. Komm, das machen wir noch. Wird nochmal gespeichert. Und dann muss ich auch Schluss machen. Wir kommen noch Besuch heute. Dann muss ich mal einen Kaffee aufsetzen. Und da ist unsere geliebte Schwester. Oder? Nein, bin ich nicht. Ich habe mit ein paar Hungernden geteilt. Falk soll mit seinem Festmahl zum Namenlosen gehen. Mein Chiron, durch und durch eine gute Seele. Vielleicht bleibe ich doch bei dir und heirate nicht. Das klingt, als hättest du einen Plan. Vielleicht verschwindet plötzlich der Trauring oder sogar die jungfräuliche Braut. Schöne Ausrede. Wenn du wieder weglaufen willst, such dir eine nettere Gegend aus als den Molchenberg. Dann wird es leichter, dich zurückzuholen. War doch ganz bezaubernd dort. Witzig. Chiron, hör mir zu. Diese Zauberkraft im Molchenberg. Ich glaube, sie hat etwas in mir geweckt. Wir beide haben irgendwie das Zaubern gelernt. Ja. Vielleicht sind wir Magie-Dilettanten. Das wird oft erst spät entdeckt. Das meine ich nicht. Was meinst du dann? Chiron, ich... Was denn? Oh, 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 oh. Na los? Hallo? Na. Wenigstens einmal. Ich musste das wenigstens einmal tun, bevor ich Falk heirate. Das war falsch. Du bist meine Schwester, verdammt. Denkst du, ich weiß das nicht? Ich wollte es trotzdem. Klar, ausgerechnet jetzt. Kannst du dir für solche Experimente nicht einen anderen suchen? Kann ich jederzeit. Ich will aber keinen anderen. Bruder und Schwester, das ist verboten. Wenn ich schon was Verbotenes mache... Dann soll es sich wenigstens lohnen. Hat mir mein Bruder beigebracht. Mhm. Ja, lass uns fliehen. Mhm. Aber ja, ich finde, Ronda Geweihte sind gute Menschen eigentlich. Und ja, wie gesagt, so diese Zeitepoche der Zivilisation hier ist das halt so, dass sie halt an Wohl, ja, an einen, wohlhabender ist, wie Frauen weitergegeben werden zur Frage, zur Hochzeit. Ja. So, und ich glaube, er ist auch nicht der Schlechteste. Sicher gibt es da so ein paar Sachen, die ein bisschen komisch sind, aber komm. Und jetzt sagt dir dein Bruder, dass du deine Familie nicht im Stich lassen sollst. Wir haben dir diesen elenden Trauring nicht umsonst besorgt. Es wird leider nicht so einfach. Der Trauring ist weg. Er ist weg? Jemand hat ihn aus unserem Zelt geholt, als wir im Molchenberg waren. Ich habe es erst heute Morgen entdeckt. Der Ring war alles, was wir hatten. Und er war gut versteckt. Der Dieb muss genau gewusst haben, was er sagte. Der Schmuggler, der uns den Ring verkauft hat. Wahrscheinlich hat er dem Dieb einen Hinweis gegeben. Darum ist er so schnell wieder abgehauen. Aber der Dieb müsste noch in Wahrung sein. Kriegst du raus, wer den Ring gestohlen hat? Bringst du ihn zurück? Ich suche inzwischen diesen Schmuggler. Mal sehen, wie schnell er wirklich ist. Viel Spaß, du Biest. Okay. Hat er gespeichert? Er hat gespeichert, ne? Okay. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Ist jetzt gerade unruhig. Meine Frau ist gekommen.
Und es gibt auch gleich Essen. Also, und ich bin noch Besucher. Oh Gott, voll der Stress. Das auf den Sonntag. Alles klar, habt euch wohl. Bis dann, euer Jockel. Und wir sehen uns ja hier.